stellen Sie sich vor, es gibt Ausgangssperren und unser ganzes Personal wird weggesperrt. Welches Potenzial an Hilfsmöglichkeiten wir der Stadt dadurch nehmen würden, das soll eine Möglichkeit sein, um diese Fahrzeuge eben im Rahmen der Hilfe einsetzen zu können. Aber auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Es war ein Fahrer, der Ramazan Tilbatsch, der hat mir ein Video gepostet, ein asiatisches Video, wo einer in so einer Plastikfolie sich eingehüllt hatte, ein Fahrer. Das gab mir den Ansporn. Wir hatten dann auch einen Prototypen mit Plastikfolie bis runter, sind damit durch die Stadt. Die Fahrgäste nahmen sogar das an. Und daraufhin habe ich das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der das produziert. Und ja, jetzt kann es losgehen. Also unsere Firma wird die 30 Fahrzeuge im Laufe der nächsten Woche alle damit ausrüsten. Und wenn das jetzt auf Interesse stößt, und ich habe das so empfunden bei der Funkzentrale, dann werde ich also mal wenigstens 1000 solcher Schutzscheibe bestellen, und damit das Taxigewerbe möglichst schnell helfen kann. Wie werben Sie dann Taxi mit Blitzschutz? Das überlasse ich der Taxizentrale, die werden da sicherlich Schutzzone, Taxi ist so für mich etwas, so ein Arbeitsbegriff, ja. Aber ein Corona-Taxi könnte man bestellen, ein Taxi mit Trennwand, denkt sich die Zentrale was aus. Es wird auf jeden Fall, wenn genügend Fahrzeuge auf der Straße sind, wird es möglich sein, dass die Kundin, dass der Kunde sich ein Taxi bestellen kann mit Trennschutz. Für was für Leute wäre das besonders geeignet? Na, speziell denken wir erst einmal in der offiziellen Hilfe. Deswegen wäre es auch sinnvoll, wenn uns das Land Berlin einfach Geld zur Verfügung stellt pro Auto, und wir könnten für alle, wo wir gebraucht werden, ob das jetzt ist, ich denke auch an die Bedürftigen von der Berliner Tafel, die kriegen kein Essen mehr, denen könnten wir das Essen bringen. Für natürlich deutlich niedrigere, pauschalierte Preise, die das Land nachher in Rechnung stellt. Mhm. Aber wir könnten mit dem Land Berlin so abrechnen, dass das alles nachvollziehbar wäre. Wir würden kein Geld kosten, sondern wir würden Hilfe leisten. Und wir würden die Arbeitsplätze erhalten. Das ist natürlich auch ein ganz dringendes Anliegen. Ja, sehr schön. Wie viel kostet denn so eine Trennwand? Ja, also wenn wir es jetzt in einer gewissen Serie machen können, in einer gewissen Stückzahl, das ist bruchsicheres Glas, das ist ganz wichtig, das muss Sicherheitsacrylglas sein. Und ich denke mal so um die 60 Euro, knappe 60 Euro kriegen wir das in jedes Auto rein.